Als geplantes Mainzer Startup-Unternehmen und mit langjähriger Erfahrung vom Max-Planck-Institut in Mainz liegt uns persönlich natürlich sehr viel an der Region Rheinland-Pfalz, auch den rheinland-pfälzischen Wein zu retten, in dem Falle wirklich. Und wir sehen hier großes Marktpotenzial. Mein Name ist Frederik Wurm, ich bin Chemiker am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und leite das Projekt Escape. Gerade im Weinbau gibt es die Krankheit Esca, die vor allem im Stamm von der Rebe sitzt. Und das Sprühen von außen bringt nichts, ein weltweites Problem. Der Pilz zersetzt das Holz der Pflanze und zersetzt dementsprechend auch das von uns eingebrachte Lignin, weil es ein Holzbestandteil ist. Und so wie ein trojanisches Pferd macht er sich selber den Gar damit aus. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir zeigen, dass eigentlich der Pilz seine Waffe ausfährt und damit sich selber zerstört nachher. Das ist ja da überhaupt die Idee. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Pflanzenschutzmitteln. Nur bei Befall der Pflanze wird der Wirkstoff in Minimengen freigesetzt. Also unser größter Wunsch ist es, das Unternehmen in Mainz zu gründen. Unter anderem, weil die Technologie aus Mainz kommt, weil wir hier mitten in der Weinregion sind. Aber wir brauchen dafür Laborfläche. Unser Team besteht aus 4 Leuten und zu Beginn reicht es auf jeden Fall, weil wir nur geringe Mengen brauchen. Aber in Zukunft erhoffen wir uns natürlich, dass wir wachsen und dann hoffentlich auch mehr Arbeitsplätze schaffen können.